Ablehnen ist trotzdem annehmen. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ablehnen ist trotzdem annehmen. Wow, was meine ich damit? Achtung, es gibt einen riesen genialen Hack für deinen Mind, weil es ist so einfach, die Dinge zu erkennen, die wir nicht haben wollen und die wir ablehnen und sagen, nein, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Und wenn wir es nicht richtig machen, dann führt dieses, dass ich will das nicht, ich will das nicht haben, das gefällt mir nicht, das finde ich blöd, dazu, dass es ganz, ganz fest in meinem Leben bleibt, dass ich das manifestiere und zwar immer wieder und immer wieder. Warum ist das so? Weil wenn ich in die Ablehnung gehe und sage, das will ich nicht haben, bin ich in der Vorstellung dessen, dass ich es habe. Ich bin jemand, der es hat. Und solange ich meine Identität, meine Ansicht nicht verändere darüber, wer ich bin, in meiner Erfüllung, in der Erfüllung von meiner Manifestation, in meinem Living in the End, werde ich das immer wieder weiterschleppen. Und es ist so geil, wenn ich das weiß, weil ich reg mich auf, ich ärgere mich, es kommt immer wieder, es ärgert mich immer wieder, ich gehe mehr und mehr in Opposition, ich schiebe es von mir weg und es klebt an mir wie die Pest, weil ich diejenige bin, an der es klebt, weil ich diejenige bin, die damit ein Problem hat, weil ich diejenige bin, die damit ein Thema hat. Und erst wenn ich jemand bin, der damit kein Thema hat, habe ich dieses Problem los, habe ich die Sache los, die ich nicht mehr haben will. Ich gebe dir ein Beispiel aus einem Coaching-Gespräch, aktuell sogar von heute. Bin auch ein bisschen heißer, weil ich in den letzten Tagen sehr viel gesprochen habe. Eine Lady hat Gewichtsprobleme, hat Probleme mit ihrer Figur, hat Probleme mit ihrem Gewicht. Und es ist ihr ganz wichtig. Ihr Aussehen ist wahnsinnig wichtig. Und sie ist eine tolle Frau, sie zieht sich super an. Ihr Gesicht ist perfekt, ihre Haare sind perfekt, alles ist perfekt. Nur was sie nicht perfekt hinkriegt, das ist ihr Körper. Sie kriegt ihren Körper nicht so hin, wie sie es haben möchte. Also immer wieder so eine Art Sabotage drin. Und genau daran liegt es. Sie sieht auch Leute im Außen, die Gewichtsprobleme haben. Sie beurteilt, wo sind die dicker oder dünner geworden. Es ist ein Thema. Es ist ein Thema, aber gleichzeitig lehnt sie Dicksein ab, aber sie ist darauf fokussiert. Es ist ein Thema für sie. Und die einzige Lösung ist, dieses Thema nicht mehr zum Thema zu machen. Das heißt, mein Thema ist es, dann eben auch Leute in ihrer kompletten Schönheit zu sehen, Menschen mit ihren genialen Körpern zu sehen, Menschen in ihrem Divine Design zu sehen. Und dann kann ich auch anfangen, plötzlich wirklich einzusteigen in mein Divine Design. Dann bin ich die Frau in ihrem Divine Design mit ihrem auch Divine Design Körper. Und dann geht es nämlich darum, dass ich sage, okay, mein Körper ist schlank, fit und vital. Ich bin eine schlanke, fitte, vitale Frau, komplett schön innen und außen. Und wenn ich diese Frau bin, was mache ich dann? Wie ernähre ich mich dann? Was habe ich dann für ein Essverhalten? Dann fülle ich mich nur mit dem entsprechenden Essen für mich auf, das für mich nährreich ist. Und zwar nährreich für meinen fitten, vitalen Körper. Und genauso mit meinen nährreichen, fitten, vitalen Gedanken, Ansichten und Rückschlüssen. Und solange ich hier diesen Shift nicht hinkriege und weiterhin in der Ablehnung bleibe und weiterhin eben diesen kleinen Groll, diesen kleinen Ärger, diesen kleinen Anpisser in mir habe, werde ich diesen Shift nicht hinbringen, weil ich bin ja in dieser Realität, ich bin in diesem Mindset, ich bin in diesen Ansichten dieses Mangels, den ich ablehne. Und es ist völlig egal,
Es ist ein energetisches Spiel. Hier geht es nicht darum, ja, das Universum kennt kein Nein, sondern hier geht es wirklich darum, dass die Wahrnehmung von dir reflektiert wird. Wenn du dich als jemand mit diesem Problem wahrnimmst, weil du dieses Problem und dieses Thema auch immer wieder siehst und weil es für dich ein Thema ist, wie kann ich abnehmen, was soll ich essen, um gesund und schlank zu sein und so weiter und so fort, dorthin zu gehen. Ich bin gesund und schlank und ich ernähre mich gesund und schlank. Ich bin Divine Design, ich ernähre mich mit Divine Design Gedanken. Ich bin in absoluter höchster göttlicher Perfektion. Ich bin die, die da draußen reflektiert wird. Ergo sind da draußen halt auch nur die Reflexionen meiner Ansichten. Und deswegen ist es so spannend und so wichtig, auf diesem Weg seine Ansichten zu beobachten und die immer wieder als Anhaltspunkte zu nehmen dafür, wer ich gerade bin, was ich für Rückschlüsse auf mich mache, erkenne ich, was ich für Rückschlüsse auf die anderen mache, weil ich bin eine, ich mache eine Packung Rückschlüsse. Ich mache nicht verschiedene Rückschlüsse. Das ist alles ein bisschen ein Trugschluss. Ich mache diesen Rückschluss. Punkt. Ich bin eine, die Gewicht, Übergewicht so einordnet und so sieht. Punkt. Ich kann es nicht bei mir sehen, anders sehen wie bei den anderen. Genauso wie Geld oder Liebe oder Partnerschaft oder Gesundheit im Generellen. Meine Ansichten reflektiere. Fakt, Punkt, aus. Amen. Und wenn ich möchte, dass sich etwas im Außen ändert, muss ich meine Ansichten verändern. Und diese Themen, die ich noch habe, in Themen verändern, die ich möchte und dann so denken, wie ich es haben möchte. Ich weiß, ich erzähle euch immer das Gleiche. Es gibt auch nur ein einziges Prinzip, das einzige Prinzip der Schöpfung. Ich bin alles, alles ist ich, alles reflektiert sich, zeigt sich in mir. Meine Ansichten, meine Meinungen, meine Rückschlüsse. Ich bin alles ich. Und wenn ich mich göttlich finde, finde ich mein Leben göttlich und alle, die in meinem Leben rumschweben. Es ist meine Divine Design World. Du hast deine Divine Design World. Das Prinzip ist das gleiche. Die Ausgestaltung ist unterschiedlich. Aber letztendlich fühlt sich alles nach Erfüllung an. Ich hoffe, dir mit diesem Video gedient zu haben. Wahrscheinlich hast du auch schon mein Secret Offer für 30 € gekauft. Wenn du das noch nicht gekauft hast, dann hol's dir ganz, ganz schnell. Es ist für Mann und Frau. Und ich freue mich auch riesig, dass schon ganz, ganz viele Männer dieses Secret Offer gebucht haben. Und morgen werde ich dann noch auf Instagram und Facebook weitere Informationen rausgeben, was da dabei ist, um was es geht in diesem Secret Offer. Und dann werde ich den Preis um das Doppelte, also auf das Doppelte erhöhen. Und deswegen warte nicht so lange, hol dir das Secret Offer. Es wird absolut genial. Schön, dass du da bist, dass du in meiner Community bist. Schön, dass du deine Divine Design Personality, Identität und deine Divine Design World, Welt, Universum aufbauen möchtest, weil das ist das, was der Sinn des Lebens ist, diese Divine Design Reise zu gehen und herauszufinden, wer du wirklich bist und in Erfüllung zu leben. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video.